Das gesündeste Licht der Welt, ja, ist gefunden. Kaum genutzt, Licht spielt eine besondere Rolle im Leben der Menschen. Anders wie früher gedacht, brauchen wir das Licht nicht nur für die insuffiziente Synthese von Vitamin D. Jeder weiß heute, dass es ohne Supplementation gesundheitskritisch wird, besonders in den Wintermonaten, sondern man benötigt das Licht für weitere Prozesse im Körper. Als ich von dieser unglaublichen Korrelation gehört habe, habe ich mir eine Infrarotsauna gekauft und nutze diese viermal die Woche, da steht sie übrigens, seht ihr jetzt nicht. Und einmal die Woche gehe ich in die finnische Sauna. Ich betreibe ca. fünfmal die Woche Sport und meistens direkt nach dem Krafttraining mache ich Cardiotraining und danach gehe ich in die Sauna und infolgedessen nutze ich ein Eisbad. Warum erzähle ich euch das? Und gibt es auch eine andere Möglichkeit außerhalb einer Sauna? Und ja, die gibt es, wenn du dranbleibst. In einer Säugetierstudie aus dem weltweit führenden wissenschaftlichen Journal, ja, Nature, wurde die Wirkung von Infrarotlicht auf die Gesundheit untersucht. Man bildete vier Gruppen, eine Kontrollgruppe, eine Gruppe, die eine hochkalorische, fettbasierte Ernährung bekam. Diese beiden Gruppen wurden nochmals aufgeteilt in Infrarotbestrahlung und keine Infrarotbestrahlung. Hier sehen wir die Ergebnisse der vier Gruppen. Ja. Der CD68-Wert ist ein verzuckertes Glykoprotein, welches ein Marker für Immunzellen und Entzündungen darstellt. Dieser nimmt statistisch signifikant zu in der höher kalorischen fettbasierten Ernährungsgruppe, nimmt dann aber wieder statistisch signifikant ab, sobald die entzündungsinduzierte Gruppe der Infrarotstrahlung ausgesetzt war. Dann wurde das Gliafaserprotein bestimmt aus dem Nervensystem. Dieses dient auch als Tumormarker. Wir sehen denselben Trend. Die falsche Ernährung erhöhte den Tumormarker statistisch, ihr wisst, signifikant. Und die Infrarotstrahlung senkte jene wieder ebenfalls statistisch. Richtig. Wenn man sich die gängigsten Entzündungsmarker im Blut ansieht, Tumornekrosefaktor Alpha, Interleukin 1 Beta und 10, sehen wir immer einen ähnlichen Trend. Infrarot senkte die Entzündungen. Interessant dann der Brain-Derived Neurotrophic Factor. Ist ein Protein, welches Neuronen gerade im Hirn schützt. Hier sehen wir genau das Gegenteil. Die ungünstige Ernährung senkte das schützende Protein und das Infrarotlicht erhöhte es wieder, statistisch, ihr wisst. Und was auffällt, signifikant heißt übrigens das zweite Wort, was ich von euch immer hören will. Wenn man genauer hinsieht, ja, sogar in einem Ausmaß, wie es nicht mal die schaffen, die sich von vornherein gut ernährt haben und gesund waren. Trotz schlechter Ernährung hat man bessere Werte wie jemand, der sich quasi gut ernährt, wenn man nur Infrarot macht. Ja? Soll jetzt nicht repräsentativ sein, wirft alles über Haufen, macht nur Infrarot. Das sind immer noch, ne, wie gesagt, Tierstudien halt, kann man nicht eins zu eins übertragen. Aber der Trend ist sehr, sehr spannend, halt, den wir hier sehen. Und es gibt noch sehr, sehr schöne Korrelationen, die ich jetzt euch mal zeigen möchte, womit das zusammenhängt. Doch woran liegt das? Was viele nicht wissen, ist, wie potent Melatonin wirklich ist. Es ist nicht Melanin. Melanin ist das, was unsere Haut quasi dunkel färbt. Ja, Melatonin ist das Hormon für den Schlaf-Wach-Rhythmus, sagt man auch. Ja. Aber es ist eines der stärksten Antioxidantien des Planeten Erde. Das wissen viele nicht, weil es auch so klein ist und so gut zugänglich ist. Viele denken, dass es nur in Abwesenheit von Blaulicht produziert wird. Das ist auch korrekt. Es wird aber ebenfalls in Anwesenheit von Rotlicht ebenfalls produziert. Genau genommen beschützt ist das wichtigste körpereigene Antioxidant, ja? Denn Rotlicht führt ebenfalls zum Erhalt von gesunden Glutathionspiegeln. Melatonin spielt in so ziemlich jedem wirklich wichtigen Stoffwechselweg eine entscheidende Rolle, da es Antioxidantien beschützt und Radikale puffert. Damit ist es auch mit unseren gesunden Kraftwerken, ja, der Zelle, den Mitochondrien, assoziiert. Ich möchte dies weiter belegen. In einer Studie mit Sportlern aus Arizona wurde der Melatoninspiegel gemessen im Serum und im Schweiß. 10 Pikogramm pro Milliliter sind normal für den Tag und 60 Pikogramm pro Milliliter für die Nacht. Wir sehen, dass die Spiegel deutlich höher waren in, hier orange, ja, im Blutserum und dann dementsprechend blau im Schweiß, ja, wie normal am Tag oder bei der Nacht. Bei einigen Probanden, ja, war im Schweiß sogar noch mal mehr als im Serum von Melatonin, ja. Dies bedeutet,
dass das induzierte Infrarotlicht über die Sonnenexposition vor allem systemisch, das heißt im ganzen Körper, sieht man über den Blutserum, aber auch unmittelbar an der Haut gebildet wird, daher auch im Schweiß, teilweise auch mehr, halt, ne, Melatonin. So, dieser Paper zeigt vor allem, dass es gerade das Melatonin ist, welches auch tagsüber gebildet wird. Das ist, welches den oxidativen Stress, der durch Mitochondrien produziert und induziert wird, reduziert. Ja, ganz wichtig. Stress passiert jedes Mal bei uns, oxidativer Stress, wenn unsere Mitochondrien Energie generieren. Und Melatonin kann dies verhindern. Auch hier wurde der Versuch wiederholt, dass Infrarot die Melatoninproduktion massiv erhöht. Die Wissenschaft ist sich heute kausal einig, dass Melatonin oxidativen Stress senkte und gebildet wird durch die Exposition von Infrarotstrahlung. Nochmal zur Erinnerung, man benötigt keine Infrarotsauna oder Strahler, um auch diese Strahlen abzubekommen. Diese Strahlen mit der Wellenlänge ca. 700 Nanometer bis 1400 werden auch sehr gut durch Grün reflektiert. Also Bäume, Gras und so weiter. Dies deckt sich auch mit der Meta-Analyse-Publikation, dass Menschen, die sich im grünen Gebieten aufhielten, deutlich gesünder waren, bezogen auf Parameter wie den Blutzucker, Stressmarker, Blutdruck und so weiter. Auch eine weitere Studie mit knapp 15.000 Probanden, die in Oxford, England und in den Niederlanden durchgeführt wurde, um Blutparameter zu checken nach Sonnenstunden, die genossen wurden. Die, die am längsten in der Sonne waren, hatten auch die besten Blutparameter in Bezug auf den Zucker und auf die Blutfette. Das ist nichts Neues. Auch in dieser Studie hier aus Schweden mit 35.000 Frauen, ja, und dessen Lichtexposition über 20 Jahre, es kam heraus, dass diese, die am meisten Sonne getankt haben, auch am längsten überlebt haben. Und die, die am wenigsten Tageslicht abbekommen haben, starben am schnellsten. Auch zur Multiple Sklerose in Bezug auf Placebo und Sonnenlicht gibt es eine Studie. Man sieht, dass die, die im Quartil waren, die quasi am häufigsten Sonne getankt haben, waren auch die, die das größte Volumina der grauen Substanz im Hirn hatten, also noch übrig hatten. Das gleiche gilt auch für die Gesamtmasse im Hirn. Fassen wir zusammen. Es ist schon länger bekannt, dass Menschen, die sich draußen oder im Grün aufhalten, gesünder sind und vor allen Dingen langsam realisiert man, wieso das so ist. Ja? Ein Mechanismus kann auf Infrarotstrahlung zurückzuführen sein, die das Melatonin erhöhen, welches ein starkes Antioxidant ist. Sowie die Fähigkeit des Melatonins, das Glutathion, zu schützen. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zusehen. Für meine kostenlose Arbeit könnt ihr mich sehr gerne auf purazell.de unterstützen. Ja, wenn euch wissenschaftlich und unabhängig laborgeprüfte Nahrungsergänzungen aus Deutschland wichtig sind, ist das die Quelle. Bis gleich auf purazell.de und Dankeschön für deinen Support. Bis zum nächsten Video.